Ich wirke ja jetzt seit längerem beim Theater mit. Es macht mir sehr viel Spaß. Und heute möchte ich euch mal erzählen, was wir dort so machen. Also wir lernen mit ein Stück, das führen wir auch demnächst auf. Und dafür haben wir verschiedene Sachen geübt. Am Anfang haben wir viel Improvisation geübt, um Gefühle raufzubringen, zu zeigen, zu übertragen. Wir haben Geschichten erfunden, zum Beispiel haben wir uns im Kreis gesetzt, zu 10 oder zu 11, manchmal auch zu 7. Kommt darauf an, wie viele da waren. Dann haben wir angefangen, jemand hat zwei Gegenstände erzählt und hat dann immer so weitergemacht. Also, dass man dann immer mehr Sachen einbaut und Elemente und so, dass man dann halt die Geschichte immer weiter erzählt. Man muss immer an das andere anknüpfen, was der andere, der vor dir stand, der vor dir im Kreis stand, anknüpfen muss. Andere Übungen, die wir hatten, wir mussten Texte vorlesen, die halt ziemlich schwer waren zu lesen. Manchmal waren das auch richtige Zungenbrecher, aber die waren dafür da, um dass wir uns besser halt artikulieren können. Trotzdem fällt es halt um einmal schwer, aber es ist halt schon wesentlich einfacher geworden dadurch. Eine andere Aufgabe, die wir hatten, wir haben verschiedene Texte bekommen. Jeder sollte ein Kärtchen ziehen, darauf stand ein Satz. Dann sollten wir nach vorne das vorspielen und jedes Mal in einer anderen Stimmung. Zum Beispiel jetzt, da stand irgendein Satz, zum Beispiel Bienen, die durch die Luft fliegen, sind sehr interessant. Das ist ein Beispiel. Und dann sollten wir jetzt erst mit trauriger Stimmung erzählen, dann mit lustiger Stimmung. Dann mit melancholischer Stimmung, dann immer unterschiedlich, dass wir uns verschiedene reinfühlen, in böser Stimmung. Manchmal sollten wir es sogar so, also fast aggressiv erzählen. Ich meine, so einen Satz kann man schwer aggressiv erzählen, aber es fördert auch sehr die Kreativität. Zum Beispiel sollten wir erzählen, böse Fliegen fliegen böse durch den Wald oder irgend so. Halt versuchen, das war halt sehr interessant gewesen. Und danach haben wir das halt im Moment halt, dass wir ein Theaterstück einüben. Da sollten wir uns verschiedene Rollen für aussuchen, die sollten wir dann halt lernen. Und dann sollten wir halt das, was wir vorher gelernt haben, auch umsetzen. Wir sollten halt zum Beispiel an verschiedenen Textstellen erstmal schauen, worauf bezieht sich das ganz genau. Und wenn wir sehen, worauf sich das ganz genau bezieht, dann sollten wir halt versuchen, die Gefühle da halt reinzubringen, wie das halt am besten rüberkommen würde, wie die Person sich gerade im Moment fühlen würde, dann noch mit vernünftiger Betonung, dann wie man es auch am besten auftretet, mit geraden Schultern, mit gesenkten Schultern, mit Augen nach vorne, mit Augen nach wegdrehen. Also was halt man so ausübt. Genau. Dann hatten wir noch eine andere Übung. Die Übung hieß halt, man soll sich halt alles vorstellen. Das hieß halt so, dass man sich halt in Gegenstände denkt oder in Menschen halt denkt, wie ich ja gerade erzählt hatte, und alles Mögliche, sodass es richtig authentisch halt rüberkommt und du halt trotzdem den Spaß dabei hast, weil umso besser es ja klappt, umso mehr Lob du ja auch bekommst, umso besser freut man sich ja auch und dann denkt man ja auch meistens so, ach, das ist jetzt ganz schön, das freut mich auch und dann mache ich auch weiter, dann macht das eigentlich, dann geht es, funktioniert das ja eigentlich immer von alleine. Ja, ich habe gesagt, wir haben verschiedene Rollen bekommen. Um das einzuüben und die verschiedenen Charakterzüge zu charakterisieren, haben wir das dann so gehabt, dass wir das unseren Skript durchgegangen sind. Das bestand aus zwei verschiedenen Abteilungen. Also das erste mit 20 Seiten, das andere mit 20 Seiten. Und dann sollten wir immer das markieren, was unsere Person sagt. Und anschließend haben wir dann versucht, die Gefühle rauszufiltern, die auf ein Extrablatt zu übertragen. Und dann halt in chronologischer Reihenfolge, von Anfang bis zum Ende, dass man ungefähr weiß, in welcher Situation, in welcher Lage, in welcher Gefühlslage, wo man sich gerade am besten drin befindet, dass man dann auch nicht durcheinander kommt.